Ja, moin moin. Heute möchte ich euch die brandneuen Philips Hue Bluetooth-Leuchtmittel vorstellen. In dem Fall E26. Warum E26? Die Lampen kommen aus den USA und dort gibt es keine anderen Fassungen, also keine E27-Fassung. Und E26 passt aber trotzdem in den deutschen Fassungstyp E27. Deswegen kann ich diese euch auch vorstellen und mal ein bisschen ausprobieren, wie die funktionieren, wie die Einrichtung funktioniert, wie die Farben dargestellt werden. Das schauen wir uns einfach mal an. Ja, die Verpackung ist in typisch lilafarbenen Farben gehalten, schon von den Zigbee-Leuchtmitteln bekannt. An der Seite sieht man das Bluetooth-Symbol Zigbee, weil die Lampen auch für beide Arten der Kommunikation vorgesehen sind, also Zigbee und Bluetooth. Das ist ein großer Vorteil. In der Packung jetzt speziell sind zwei E26 Lampen drin, die buntes und farbiges Licht wiedergeben können und auch alle Weißtöne von 2000 bis 6500 Kelvin. Ein Leuchtmittel bietet 800 Lumen Helligkeit, hat 9,5 Watt Verbrauch, hat eine Lebensdauer von 25 Stunden oder von 50.000 Ein- und Ausschaltungen. Wenn man das Leuchtmittel einschaltet, ist es sofort da, das sehen wir auch gleich. Sprachassistenten sind beide aufgezählt. Aktuell funktioniert das Leuchtmittel nur mit Alexa. Google Assistant kommt später. Ja, schauen wir mal rein, was uns erwartet. Ich habe hier noch ein Leuchtmittel der dritten Generation in der Hand. Also die Aufschrift ist gleich. Ist 6 Lumen dunkler geworden, das Leuchtmittel. Und was sofort auffällt, ist das Gewicht. Also es ist selbst zur dritten Generation deutlich leichter geworden. Hat unten jetzt auch diesen Kunststoffring um die Fassung unten rum. Im Weiß, das ist eigentlich immer ein Zeichen für eine neue Generation. Und was mir sofort aufgefallen ist, der Deckel, der ist zweiteilig. Also das, irgendwie ist das, wieso man das nicht wie bei den anderen Leuchtmitteln einteilig gemacht hat, aus einem Guss, sage ich mal, erschließt sich mir nicht ganz so. Und ob das überhaupt bei den Leuchtmitteln, die für Deutschland, Europa vorgesehen sind, auch so ist, das weiß man bis jetzt auch noch nicht. Vielleicht ändert das Philips ja nochmal. Ja, also ich weiß nicht, warum man das jetzt anders gemacht hat. Stört jetzt nicht, aber ist halt schon auffällig. Und wie man das Leuchtmittel jetzt mit der Philips Hue Bluetooth App verbindet, das zeige ich euch jetzt auch. Es gibt nämlich eine extra App nur für die Bluetooth-Leuchtmittel von Philips Hue. Ja, einfach mal reinpacken hier die Lampe. Ja, sobald das Leuchtmittel eingeschraubt ist, anmachen. Dann leuchtet es schon mal in einem warmen weißen Ton mit 100%. Jetzt kann man die App öffnen auf Get Started. Wird im Herbst dann, sobald die Lampen in Deutschland auch kommen, natürlich auf Deutsch sein. Trägt ja seinen Namen ein. E-Mail-Adresse, Enter. Bedingungen akzeptieren, ja. Und weiter. Und jetzt möchte die App schon einen Suchdurchlauf durchführen. Add Light. Ich suche das Leuchtmittel. Mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Gefunden. Koppelt er. So, möchte ich mehr Lampen hinzufügen? Nein, möchte ich nicht. Fertig. Und jetzt kann das Leuchtmittel auch schon gesteuert werden über die App. Dimmen. Ausschalten, anschalten. Funktioniert innerhalb von Sekunden. Das klappt ganz cool. Dann gibt es hier oben verschiedene voreingestellte Szenen. Volle Helligkeit, 100%, was ja gerade eingestellt ist.
gedimmt. Nachtlicht, das müssten 1-2% ungefähr sein. Nachts am besten, wenn man, damit andere nicht wach werden. Das kann man gut als Flurlicht nehmen zum Beispiel. Relax. Read. Konzentrieren und Energie tanken. Schönes Tageslicht. Dann gibt es hier oben noch die Möglichkeit, die Farben einzustellen über das bekannte Farbrad. Mach mal das eine Licht ein bisschen aus hier, damit man die Farben noch ein bisschen besser sieht. Also 16 Millionen Farben lassen sich damit einstellen. Weißtöne von 2000 bis 6500 Kelvin. Dann gibt es hier noch den Explore-Tab. Da kann man ein paar Tipps, Informationen noch finden zu den Bluetooth-Leuchtmitteln. Zum Beispiel, wie man das Leuchtmittel einer Philips Hue Butch hinzufügt, weil die Leuchtmittel haben einen Vorteil, die habe nämlich, wo sieht man es? Hier unten. Beide Funktechniken an Bord, einmal Bluetooth und Zigbee. Das heißt, die Leuchtmittel lassen sich ganz einfach mit der Philips Hue Butch verbinden. Das wird dann nochmal erklärt. Und wie man einen Dimmer und andere externe Geräte mit den Lampen verbindet, was ja schon bei den Zigbee Leuchtmitteln auch bekannt ist. Settings kann man das nochmal selbst auswählen mit dem Butch hinzufügen. Dann Lampen verwalten, wird jetzt die angelernten Leuchtmittel aufgezählt. Dann die Sprachassistenten, aktuell gibt es nur Amazon Alexa. Google Assistant kommt noch später. Und ja, noch auf About, ja klar, was das ist. Dann bei Manage Lights gibt es eine ganz gute Funktion, die von den Zigbee-Leuchtmitteln auch schon bekannt ist. Was soll passieren, wenn das Leuchtmittel ausgeschaltet ist über den Lichtschalter? Gibt es einmal die Option warm-weiß 100%, so wie es auch gerade der Fall ist. Dann gibt es die Möglichkeit, eine eigene Farbe festzulegen. Das Leuchtmittel über den Lichtschalter ausgeschaltet wurde, das dann, sagen wir mal in dem Fall, stellen wir es einfach mal einen lila Ton ein. Fertig. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn das Leuchtmittel ausgemacht wird. Noch nicht geklappt. Schauen wir nochmal. Ja, das ist auch das Problem. Wenn man Einstellungen tätigt, dann dauert es immer einige Zeit, bis das Handy sich mit der Lampe verbunden hat und die Verbindung aufrecht erhalten wird. Das ist bei Zigbee-Leuchtmitteln natürlich nicht der Fall. So, mal ob es jetzt geht. Ja, jetzt klappt es. Nachdem das Handy mit dem Leuchtmittel wieder verbunden war, das dauert halt immer einige Zeit. Weil Bluetooth reagiert nicht so schnell wie Zigbee. Und dann gibt es noch die Option, dass die letzte Farbeinstellung genutzt wird. Letzte Helligkeit, letzte Farbeinstellung. Jetzt ist es wieder verbunden. Das hat man vielleicht gesehen, dass das Display so ein bisschen runtergedimmt ist. Mal schauen, ob das jetzt geht. Ja. Also er hat jetzt letzte Einstellung genommen. Lila.